Sehr geehrte Stadtverordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren. Also erstmal, Herr Artig, herzlichen Dank für die Einbringung unseres Antrags, kommunale Handlungsfähigkeit verbessern. Da habt ihr einiges zu gesagt, da wird allerdings auch mein Fraktionskollege Birgit Düster noch einiges zu sagen. Aber erstmal zum hauptsächlichen Thema heute. Der Haushalt 2020 soll ja ein Klimahaushalt sein. So hören wir allen Teilen, jetzt gerade auch wieder. Und beide Koalitionspartner versuchen sich jeweils das exklusive Verdienst anzuheften, für Klimaschutz und Verkehrswende das bestmögliche Haushalt zu haben. Die Grünen wissen, dass sie jetzt kommunalpolitisch punkten müssen, um die hohen Erwartungen zu erfüllen, die an sie gestellt werden. Die SPD weiß, dass sie vor dem Hintergrund des steigenden Bewusstseins über die beginnende Klimakatastrophe dringend ein neues Image braucht und es kontraproduktiv ist, dauerhaft als Partei der Autolobby dazustehen, die in den letzten Jahrzehnten an der Macht hier im Rathaus jeden ernsthaften Schritt in Richtung Verkehrswende abgebügelt hat. Der Oberbürgermeister weiß, dass die nächste Wahl nicht nur mit launigen Ansprachen bei der Weihnachtsmarkteröffnung und populistischen Ankündigungen wie der flächendeckenden Videoüberwachung auf der ja so furchtbar kriminalitätsgeplagten Oberen Königsstraße gewonnen wird. Und dieses Wissen trägt Früchte. Tatsache ist, Sie haben eine gute Gelegenheit genutzt und einen Teil der Ihnen zugeflogenen KFA-Mittel sinnvoll angelegt. Vor allem aber sind es in erster Linie Fridays for Future, die Initiative Ratentscheid und das Klimaaktionsbündnis, die diese haushaltspolitische Wende herbeigeführt haben, indem sie massiven Druck aufgebaut haben und damit den Koalitionären verdeutlichen konnten, dass jetzt der Einstieg in den klimagerechten und fahrrad- und fußgängerfreundlichen Umbau der Stadt erfolgen muss. Fast 22.000 Unterschriften für das Bürgerbegehren des Ratentscheids im letzten Jahr und 15.000 Demonstranten in der Kasseler Innenstadt beim Klimastreik am 20.09. diesen Jahres sprechen eine deutliche Sprache. Und weniger als anderthalb Jahre vor der nächsten Kommunalwahl heißt das für unsere Koalitionäre nicht zuletzt: Der Kampf um die Wählerstimmen hat begonnen und wer jetzt nicht auf den grundlegenden Paradigmenwechsel im wichtigen Teil der Stadtbevölkerung reagiert, wird im März 2021 abgestraft werden. Oder, in den Worten von Boris Mijatovic vom nächsten Jahr da, unser Oberbürgermeister hat jetzt ein grünes Herz. Unser für uns bestätigt all das vor allem unsere Grundannahme, dass politische Veränderung kein parlamentarisch-institutionelles Schattenspiel ist, sondern vor allem durch die Kraft außerparlamentarischer Bewegungen angeschoben wird und der Druck der Straße Berge versetzen und Haushaltsprioritäten verschieben kann. In vielerlei Hinsicht, nicht nur in der Radverkehrspolitik, sind im vorliegenden Haushaltsentwurf Ansätze in die richtige Richtung erkennbar. Nicht zuletzt durch die kurzfristig hinzugekommenen Mittel aus dem kommunalen Finanzausgleich sind in Teilen Aufforderungen berücksichtigt, die wir seit vielen Jahren erhoben haben. So etwa bei der finanziellen Aufstockung des Diakonie-Tickets, dessen Bezug über die Teilhabekarte entbürokratisiert und das de facto zu einem Sozialticket Light wird. Noch nicht das, was wir seit vielen Jahren fordern, aber doch immerhin ein erheblicher Schritt in diese Richtung. Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens, dass nun offenbar wird, dass die noch vor ein paar Jahren von OB aufgetischte Märchenzahl von angeblich 7 Millionen Euro, die die Umsetzung unseres Sozialticketantrags angeblich kosten würde, sich damit auch in Luft aufgelöst hat. Oder der Einstieg in den Tramausbau nach Radeshausen, ein wichtiges Projekt. Allerdings, wenn ich hier höre, dass es eigentlich als das Wesentliche hier angepriesen wird, was jetzt die Förderung des ÖPNV und den Ausbau bewirken soll, dann ist das meines Erachtens noch ein bisschen hochgegriffen. Da brauchen wir noch ein bisschen mehr. Viele Projekte werden im Investitionsprogramm des Magistrats nach vorn geschoben, die ohnehin geplant waren. Zudem besteht, das muss man auch schon dazu sagen, der Großteil der angepriesenen 66 Millionen für den Radverkehr aus noch ausstehenden, nicht zugesagten Fördermitteln von Bund und Land. Und die Neubauten der drei Brücken, die Digitalisierung der Schulausstattung und die Radwege und Routen sind die größten Posten, für die eine erhebliche Förderung auf der Einnahmenseite erwartet wird. Beim Documenta-Institut sind die zusätzlichen 7 Millionen eher ein Zugeständnis an die Kostensteigerung und damit sind dann 13 Millionen bis 2022 im Haushalt abgesichert. Die zusätzlichen Ausgaben für den Bereich der Kultur verteilen sich alle auf die sogenannte Hochkultur, wie Documenta-Institut, Staatstheater, Palais Bellevue, Museum für Sepulkralkultur, selbst auch alle selber aufgelistet. Und das ist eigentlich schon ziemlich tragisch angesichts der langen Diskussion um die freie Szene im Rahmen der Kulturhauptstadt. Was uns
über eine teils kritische, teils vorsichtig positive Beurteilung von Einzelprojekten hinaus fehlt, ist eine Gesamtkonzeption, die den sozialökologischen Umbau der Stadt vorantreiben und dabei auch Antworten auf die drängenden sozialen Probleme finden würde. Die Jubelmeldungen aus dem Rathaus zum Thema Radverkehr zum Beispiel stehen im völligen Gegensatz zur Realität der Kasseler Radverkehrsinfrastruktur. Ein Flickenteppich, der gelegentlich irgendwo anfängt und nirgendwo endet. Radwege, die durch Bus- und Tramhaltestellen verlaufen, sich die Straßen mit dem motorisierten Individualverkehr teilen oder zulasten der Fußgängerwege verlaufen. Wir stehen hinter der Forderung des Ratentscheids, die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen und die Empfehlungen für Fußgängerverkehrsanlagen beim Bau der Infrastruktur anzuwenden. Diese sind aus unserer Sicht als Mindeststandards anzusehen und gelten in NRW und Baden-Württemberg, anders als in Hessen, als Voraussetzung. Es ist bedauerlich, dass bei gegenwärtig geplanten Ausbaumaßnahmen, wie zum Beispiel an der Kreuzung an Katzensprung, von diesen Empfehlungen kein Gebrauch gemacht wird und in letzter Konsequenz der Fußgänger- und Radverkehr sich dieselben Verkehrswege teilen muss. Die Folge sind beengte Platzverhältnisse und gefährliche Situationen, während der motorisierte Individualverkehr in seiner flächenmäßigen Dominanz unangetastet wird. Richtigerweise strebt die Koalition eine Trennung von Rad- und Fußwegen an, lässt aber, und das ist der Haken in der Gesamtbetrachtung, den motorisierten Individualverkehr bisher komplett außen vor. Stattdessen widmet sich die Koalition Leuchtturmprojekten wie einem Fahrradparkhaus. Wir werden ja nun erst nach und nach erfahren, wofür die zusätzlichen Mittel für den Radverkehr tatsächlich so alles verbaut werden. Aber ich will hier nur mal eins anmerken. Sicher ist ein Fahrradparkhaus prinzipiell eine sinnvolle Sache, vor allem an Kreuzpunkten von Pendlerwegen wie dem Bahnhof Wilhelmshöhe. Am Rathaus, wie jetzt verschiedentlich vorgeschlagen, ist es sicherlich fehl am Platz. Hier wäre eher eine sukzessive Erhöhung der Anzahl der Radstellabstellanlagen die Lösung. Und über ein Fahrradparkhaus können wir gerne dann reden, wenn die ersten durchgreifenden Maßnahmen zum fahrradgerechten Umbau des Stadtverkehrs umgesetzt werden. Momentan haben wir in der Hinsicht meines Erachtens erstmal andere Sorgen. Was mit den eingestellten Haushaltsmitteln leider mit Sicherheit nicht passiert, ist der Umbau von Hauptverkehrsstraßen, etwa durch die Schaffung von durchgängigen Protected Bike Lanes und das heißt nicht zuletzt die Umverteilung des Straßenraums ungunsten des Autoverkehrs. Den Aufschrei der Autolobby, den das hervorrufen würde, wird von Ihnen kaum jemand riskieren wollen. Aber es wäre dringend nötig und hätte nicht nur eine verkehrspolitische, sondern auch eine gesundheits- und sozialpolitische Dimension. An den Kasseler Hauptverkehrsstraßen leben 40.000 Menschen, davon allein an die 5.000 an der holländischen Straße. Sie leben dort in aller Regel nicht deshalb, weil es so schön urban da ist, sondern weil die Wohnungen aufgrund der Lage meist nur für Menschen mit niedrigen Einkommen einigermaßen bezahlbar sind. Und gerade die holländische Straße, deren Umbau offenbar niemand auch nur in Erwägung ziehen würde, stellt für die Anwohner eine massive Belastung durch Lärm und Abgase dar und insbesondere eine Gefährdung für Kinder und Jugendliche. Zu wenige sichere Querungsmöglichkeiten über die holländische Straße, von uns seit Jahren angesprochen, führen dazu, dass es beim Versuch von Fußgängerinnen, die Straße zu überqueren, regelmäßig zu schweren Unfällen kommt. Die bittere Ironie daran ist, dass zwar einerseits die holländische Straße eine der Ausfallstraßen Kassels mit dem dichtesten Pkw- und Schwerlastverkehr ist, zugleich aber die Privat-Pkw-Dichte im Stadtteil selber mit 191,3 Pkw je 1000 Einwohner mit Abstand die niedrigste im gesamten Stadtgebiet ist. Natürlich ist dies neben der verhältnismäßig guten ÖPNV-Anbindung auch darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der hier lebenden Menschen sich schlicht kein Auto leisten kann. Und das bedeutet, dass die Bevölkerung von Nordholland unter dem Verkehrslärm, den Abgasen und den Unfallgefahren leidet, die von anderen erzeugt werden. Sie selber haben am Autoverkehr überwiegend gar keinen Anteil. Nun soll ja der erste Fernradweg von Velmar in die Innenstadt entstehen. Schön an der Bunsenstraße und Fiedlerstraße entlang geplant und bloß keinen Gedanken an den eigentlich erforderlichen Umbau des Autobahnsinns in der holländischen Straße verschwenden zu müssen. Aber so sehr ich mich darüber freue, wenn die vermeintliche Fahrradstraße, Fiedlerstraße, endlich zu einer echten Fahrradstraße ausgebaut wird und die gemeingefährliche Kreuzung an der Eisenschmiede in dem Zuge dann vielleicht auch mal entschärft wird, wie vom Ortsbeirat Nordholland seit vielen Jahren gefordert, so muss ich doch klar sagen, erst dann, wenn sonstige Ausbauten, Radfernweg hin oder her, die holländische Straße
Fahrrad- und Fußgängergerecht umgebaut wird. Das heißt, an der Stadtgrenze ein Park-and-Ride-Parkhaus entsteht. Links und rechts jeweils eine Autospur weggenommen wird. Dort jeweils ein geschützter Fahrradweg entsteht. Mehr sichere Querungsmöglichkeiten für Fußgänger eingebaut werden. Und mindestens im Umfeld der Karl-Anton-Henschel-Schule Tempo 30 eingeführt wird. Erst dann werde ich daran glauben, dass es Ihnen ernst ist mit einer Verkehrswende, die tatsächlich allen Teilen der Bevölkerung mehr Sicherheit, Luft und Lebensqualität verschafft. Und was für die Holländische Straße gilt, gilt in ähnlicher Form auch für die Wolfhager Straße. Ich weiß nicht, wer von Ihnen gelegentlich mal mit dem Fahrrad von Landeshausen aus über die Wolfhager in die Innenstadt fährt, Frau Koch womöglich. Das ist als Radstrecke nicht nur nicht schön, sondern teilweise lebensgefährlich. Da nützt es auch nicht viel, auf der Brücke am Bahnhof Landeshausen 20 Meter Radweg zu bauen. Und wer sich an diese Hauptverkehrsstraßen nicht rantraut, weil er oder sie keine Autofahrer verkaufen will, wird bei der Verkehrswende scheitern. Wir werden sehen, was auf den Umbau der drei Brücken so folgt. Aber hier ist mittelfristig großer Handlungsbedarf. Ich will jetzt gar nicht von der Lieblingshäuserstraße reden oder die Diskussion darüber anfangen, wofür eigentlich auf der Wilhelmshöhe Allee in jede Richtung zwei Autospuren benötigt werden. Aber wir werden diese Diskussion in den nächsten Jahren bekommen. Und das wird Haushaltsmittel kosten, und zwar nicht zu knapp. Wichtig ist bei der Betrachtung der Ausgaben für den Radverkehr der Anteil im kompletten Kasseler Verkehrsetat. Dieser beträgt im Haushalt des kommenden Jahres nur 1,75 Millionen Euro. Die auf 5 Jahre hochgerechneten 66 Euro pro Kopf und Jahr heißen für das Jahr 2020 real 8,75 Euro pro Kopf und Jahr. Es ist deswegen schlicht unseriös, sich, wie eben geschehen, mit dem Vorreiter Kopenhagen zu vergleichen, der 35 Euro pro Kopf und Jahr ausgibt. Denn die Stadt Kassel wird nach den Maßstäben des Nationalen Radverkehrsplans 2020 als Einsteigerstadt betrachtet. Einsteigerstädte sind Städte, die einen Radverkehrsanteil von deutlich unter 10% haben und keine oder nur geringe personelle Ressourcen für den Radverkehr aufbringen. Der Anteil des Radverkehrs im gesamten Verkehrsaufkommen liegt in Kassel immer noch bei lediglich 9%. Weswegen die Stadt Kassel, würde sie sich dem dänischen Standard annähern, über Jahre sehr viel mehr Geld ausinvestieren müsste. Und wir sehen vor allem ein großes Missverhältnis zwischen den Zuschüssen für den motorisierten Individualverkehr und dem Radverkehr. Ein Verhältnis, das noch 2013 bei 100 zu 1 lag. Trotz relativ großer Ankündigungen wird schon deutlich, dass die Koalition kein Gesamtkonzept verfolgt, sondern lediglich in mühsam ausgehandelten Kompromisslösungen die Symptome einer seit vielen Jahrzehnten verfehlten Verkehrspolitik in Teilen abfedert. Da kann man sagen, das ist besser als nichts, aber das reicht nicht. Und der Radverkehr ist ja eben auch nur eine Baustelle von mehreren. Genauso wichtig wäre der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs, um den ÖPNV zu einer echten Alternative zum Auto zu machen. Auch abends, auch in den Stadtrand. Wir begrüßen es ja, dass Oberbürgermeister Geselle zu der Einsicht gelangt ist, dass die Liniennetzreform in Teilen ein Fehler war. Diese Einsicht hätten wir uns viel früher gewünscht und darin wird ja auch unsere Kritik, die wir von Anfang an dieser Liniennetzreform hatten, bestätigt. Hier muss nun aber auch nachgebessert werden. Bis zur Fahrplananpassung kurz vor der nächsten Kommunalwahl zu warten, ist ebenso unangebracht, wie lediglich auf zusätzliche Kleinbusse mit nicht tariflich bezahlten Minicar-Fahrern zu verweisen. Das reicht nicht. An welchen Stellen zusätzliche Verbindungen oder eine engere Taktung von Bussen nötig ist, ist durch den Protest der Bewohnerinnen und die Rückmeldung der Ortsbeiräte längst bekannt. Im ersten Schritt muss die Stadt zusätzliches Geld ins System geben, statt die KVG alles aus eigener Tasche zahlen zu lassen. Ein entsprechender Haushaltsantrag der Kasseler Linken wurde allerdings, welche Überraschung, in der zweiten Lesung befriedigend abgelehnt. Wir sehen im ÖPNV neben dem Rad- und dem Fußverkehr den dritten wesentlichen Pfeiler der Verkehrswende. Um diesen zu stärken, ist einerseits der Ausbau nötig, zum anderen, das beantworten ja einige von Ihnen hier zwischendurch anders, eine deutliche Absenkung der Fahrpreise bis hin zum Systemwechsel der ÖPNV-Finanzierung, also den umlagefinanzierten Nulltarif in Bussen. Anders als beim Radverkehr ist hier aber bisher wenig Initiative zu sehen. Auch nicht in Ihrem Haushaltsentwurf. Woran liegt es denn? Bauen Sie mehr und größere Demonstrationen von Fahrgästen und Fernnahverkehrsinitiativen, die Ihnen verdeutlichen, dass es hier auch um Wählerstimmen geht? Können Sie sagen. Eine echte Verkehrswende wäre ein wichtiger Bestandteil des Klimaschutzes. Und das Drehen an kleinen Stellschrauben ist angesichts der massiven Herausforderungen für die Umwelt und die Gesellschaft eben nicht ausreichend.
Und je länger die großen Maßnahmen auf die lange Bank geschoben werden, desto größer wird der Handlungsdruck, desto radikaler wird der unausweichliche Wandel letztlich sein müssen. Die stolz herausposaunte Bezeichnung Klimaausgleich, die wir in den letzten Wochen gehört haben, verdient dieser Entwurf jedenfalls nicht. Es ist ja immerhin gut, dass die Verkehrswende und weitere Klimaschutzmaßnahmen jetzt in der kommunalpolitischen Diskussion ganz oben auf der Agenda stehen. Wenn das allerdings dazu führt, dass über wesentliche Fragen, die einen erheblichen Teil der Stadtbevölkerung im Alltag beurteilen, nämlich die zunehmende Wohnungsnot, Armut, Unterversorgung und ungleiche Lebens- und Bildungschancen fast gar nicht mehr öffentlich diskutiert wird, haben wir ein Problem. Während der Magistrat sich vor dem Hintergrund nach wie vor sprudelnder Gewerbesteuereinnahmen und wirtschaftlichen Wachstums immer wieder gerne dafür feiern lässt, wie solide und verantwortungsvoll die Haushaltskonsolidierung betrieben wird, klafft zwischen den Lebens- und Bildungschancen in den einzelnen Stadtteilen weiterhin eine Lücke, die größer und nicht kleiner wird. Und es ist ja offensichtlich so, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung von den wirtschaftlich positiven Entwicklungen der letzten Jahre nicht profitiert hat. Steigende Kosten, etwa für die Miete, stehen Einkommen gegenüber, die mit diesem Anstieg überwiegend nicht Schritt halten. Deutlich wird das an verschiedensten Punkten, so etwa an der Tatsache, dass Nordholland mit 14,8%, Rothen-Dittmold mit 15,5% und Wesertor mit 13,3% eine in etwa doppelt so hohe Erwerbslosenquote haben wie der Stadtteil. Und während die Erwerbslosenquote auch in diesen und anderen strukturell benachteiligten Stadtteilen in den letzten Jahren zurückgegangen ist, steigt der Anteil der arbeitenden Armen hier. Ähnliche Entwicklungen sind durchaus auch stadtweit zu beobachten. Hier konzentrieren sie sich dann. Weit erhellender nämlich als die offiziellen Erwerbslosenquoten ist der prozentuale Anteil der Bedarfsgemeinschaften nach SGB II an der Gesamtzahl der Haushalte. Und der liegt in Rothen-Dittmold bei 26,2%, in Nordholland bei 23,7% und im Wesertor bei 19,2%. Aber auch Oberzweren ist mit 17% hier noch recht weit vorne vertreten. Besonders hervorzuheben ist die Beschäftigungsquote der Frauen, die in Nordholland mit 33% mit Abstand die niedrigste in Kassel ist. Gefolgt von Wesertor mit 38,0% und Rothen-Dittmold mit 38,5%. Das heißt mit anderen Worten, dass in der Nordstadt zwei Drittel aller Frauen im Stadtteil im erwerbsfähigen Alter sich in keinem regulären Wohnarbeitsverhältnis befinden. Das ist womöglich auch ein Hinweis auf wirkungsmächtige patriarchale Strukturen, die Frauen in bestimmten soziokulturellen Milieus auf eine Rolle als Hausfrau und Mutter festlegen. Vor allem aber verweist es auf die immer noch unzureichenden Qualifizierungsangebote für Frauen oder auf den Mangel an Kinderbetreuungsangeboten, die für junge Mütter eine Voraussetzung zur Integration in den Arbeitsmarkt. Und wie sich Armut gerade in der jungen Generation verfestigt und zum ständigen Begleiter der Sozialisation, Schule und sozialen Leben wird, lässt sich vielleicht in etwa daran ermessen, dass in Nordholland 55,4% aller Kinder und Jugendlichen unter 18 Jahren Leistungen nach SGB II erhalten. In Rothen-Dittmold 48,1%, in Wesertor 46,6%. Aber auch in Bettenhausen, Oberzweren, Mitte, Forstfeld und Waldau trifft diese bittere Realität für rund ein Drittel der Kinder und Jugendlichen zu. Und rund 4.000 Kinder im Kita-Alter beziehen Teilhabeleistungen nach dem Bildungspaket. Und gerade bei den Kindern und Jugendlichen fällt die soziale Spaltung in mehrfacher Hinsicht besonders ins Gewicht. Gerade in den von Armut besonders betroffenen Stadtteilen ist auch die Betreuungsquote unterdurchschnittlich. Zu viele Kinder haben keine U3- bzw. Kita-Betreuung, weil Eltern nicht wissen, wie sie an einen Betreuungsplatz kommen. Und weil Betreuungsplätze und Fachkräfte fehlen. So sind in Nordholland nur 15,9% der unter Dreijährigen in einer Kinderbetreuung, stadtweit 27,9%. Lediglich 71,0% der 3- bis 6-Jährigen besuchen eine Kita. Und die Betreuungsquote der 6- bis 10-Jährigen, Ort etc. liegt bei gerade etwa 16,2%. Zum Zeitpunkt der Einschulung haben 26,2% der Kinder in der Nordstadt weniger als 18 Monate lang eine Kinderbetreuungseinrichtung besucht. Der Kita-Ausbau schreitet voran, das beschreiten wir gar nicht. Aber er hinkt dem realen Bedarf weit hinterher. Und stadtweit fehlen immer noch 700 Kita-Plätze. Davon laut Informationen des Kinderschutzbundes allein etwa 300 in Rothen-Dittmold. Und dieser Mangel hat langfristige Folgen für den weiteren Bildungs- und Sozialisationsweg von Kindern.
bei den Schuleingangsuntersuchungen des Gesundheitsamtes fallen zum Beispiel für die Kinder aus der Nordstadt einige dramatische Werte auf. So wiesen 30,1% der Kinder Auffälligkeiten bei der Feinmotorik auf, 27,7% Auffälligkeiten in der Sprachentwicklung, 36% hatten kein Vorsorgeuntersuchungsheft, 53% hatten im ersten Schuljahr behandlungsbedürftige Zähne. Bis zum vierten Schuljahr sinkt diese Quote dann auf immer noch leicht überdurchschnittliche 30,9%. Ich könnte das noch mit ähnlichen Zahlen für andere Stadtteile ergänzen, aber es ist, denke ich, auch so schon klar geworden, dass das Zusammenspiel von Armut, prekären Lebenslagen und dem Mangel an Betreuungsplätzen eine verlorene Generation von Kindern und Jugendlichen hervorbringt, die kaum eine Chance hat, die strukturellen, sozioökonomischen Benachteiligungen, mit denen sie seit ihrer frühesten Kindheit lebt, wieder aufzuholen. Der in diesem Jahr vom Gesundheitsamt vorgelegte Bericht zur Kindergesundheit und zu den Ergebnissen der Schuleingangsuntersuchungen 2012 bis 2016 endet mit 11 Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die geeignet wären, der Kindergesundheit vor allem in der Stadt Kassel und vor allem für Kinder aus schwierigen sozioökonomischen Lagen zu verbessern. In der Diskussion dieser Empfehlungen hieß es letztendlich zu fast jeder dieser Empfehlungen, für die Umsetzung fehlt es an den nötigen Ressourcen. Jetzt werden also auf Antrag der Koalition für die Erarbeitung des Umsetzungskonzepts 20.000 Euro im Haushalt eingestellt. Nun, das ist immerhin ein Anfang, aber eben auch nicht mehr. Und gerade vor dem Hintergrund des nun plötzlich über die Stadt gekommenen Geldsegens, der auch nach Abzug der Maßnahmen aus der Veränderungsliste und der im FIWIGU bewilligten Haushaltsänderungsanträge der Koalition noch zu einem Überschuss von 39,5 Millionen Euro führen wird, wäre deutlich mehr drin gewesen. Die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die von einer zunehmenden Prekarisierung und Unsicherheit der Lebensperspektive, einer sich vertiefenden sozialen Spaltung und einem daraus resultierenden Vertrauensverlust in die Gestaltungsmacht von Politik im Allgemeinen geprägt sind, kann ein städtischer Haushalt nicht verändern, das ist klar. Aber er könnte gegensteuern, soziale Schutzmechanismen kommunal ausgestalten und Lebens- und Teilhabechancen sichern. Und eben das tut dieser vorliegende Haushaltsentwurf nicht im ausreichenden Maße. Es wäre eine langfristige Aufgabe von Kommunalpolitik, auch darauf hinzuwirken, dass die ungleichen Lebensbedingungen, die unverändert zwischen den wohlhabenden Stadtteilen im Westen und den sozioökonomisch benachteiligten Stadtteilen im Norden und Osten der Stadt klaffen, verringert und allmählich beseitigt werden. Davon sehen wir bisher haushaltswirksam immer noch zu wenig. Sichtbar wird das auch an dem offenkundigen Widerwillen, mit dem der Magistrat auf die sich zuspitzenden Probleme auf dem Wohnungsmarkt reagiert. Im vorliegenden Haushaltsentwurf ist von einem Gegensteuer quasi gar nichts mehr zu spüren. Nachdem schon in den letzten Jahren der Schwerpunkt im Bereich Wohnen darauf lag, Bauland für neue Einfamilienhaussiedlungen zu erschließen und das Beispiel Feldlager wurde ja heute wieder als besonders herausragendes Beispiel genannt dafür, wie hier Wohnraum geschaffen wird in der Stadt. Und ich weiß nicht, wie oft man Ihnen das noch sagen muss. In Kassel verschärft sich die Wohnungsnot, ist günstiger Wohnraum knapp geworden. Gentrifizierung in den begehrteren Wohnlagen Realität, Verdrängungsprozesse durch Luxussanierung, Entmietungen, eine einseitige bauliche Entwicklung, eine wachsende Gefahr für diejenigen, die mit der Kostenexplosion auf dem Wohnungsmarkt nicht mehr Schritt halten. Mittel- und langfristig geht es vor allem darum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, auch Sozialwohnungen zu bauen. 8.000 Wohnungen befinden sich derzeit in der Planung oder im Bau. So gut wie keine davon wird für Menschen mit wenig Einkommen bezahlbar sein. Auch die Sozialwohnungsquote, für die sich ja wir alle gefeiert haben, dabei wurden wir hier noch vor 2,5 Jahren verlacht und beschimpft als sozialistische Sozialstaatsnostalgiker, Romantiker, als wir die gefordert haben. Das wurde damals von Ihnen abgelehnt. Jetzt ist sie beschlossen. Nun möchte jeder selber gewesen sein, aber auch diese Sozialwohnungsquote schafft es eben nicht, Wohnungen zu schaffen, die für Arbeitslose laut Jobcenter angemessen wären. Dafür wären weitere Maßnahmen erforderlich. Die Folgen sind kontinuierlich steigende Obdachlosenzahlen, weitere 5% im letzten Jahr, geschätzt ein Vielfaches mehr. Nun, wenn es schon nicht im Bau günstig klappt, sollte oberste Priorität die Sicherung des Bestandes sein. Stattdessen sind bei der GWG immer weniger Wohnungen innerhalb der Kosten der Unterkunft des Jobcenters. Und in der Rembrandtstraße erleben wir, wie eine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft günstigen Wohnraum zerstören will und dabei bis jetzt von der Stadt nicht gestoppt wird. Auch hier wird es eine Mieterinnenlinie, diesen Prozess aufzuhalten. Die Zahl der direkt miet- und belegungsgebundenen Wohnungen liegt inzwischen bei
deutlich unter 6.000 Stadtweite. Im Zeitraum von 2010 bis 2015 sind insgesamt allein 1.495 Wohnungen in der Stadt Kassel aus der Bindung gefallen, seitdem noch einige mehr. Und die Zahl der in den letzten Jahren realisierten Sozialwohnungen ist viel zu gering, um den Bedarf zu decken. So unterliegen inzwischen weniger als 7% aller Wohnungen in der Stadt einer Mietpreis- oder Belegungsbindung. Und auch wenn man zeitweilig den Eindruck gewinnen konnte, dass ein Ansatz von Problembewusstsein in Teilen der Magistratskoalition einzubringen, in der Praxis ist davon noch nicht so richtig viel zu spüren. Nötig wäre es, gemeinsam mit der GWG ein größer angelegtes kommunales Sozialwohnungsbauprogramm aufzulegen mit klar erkennbaren Zielen und Schwerpunktsetzungen und zugleich durch wirksame Milieuschutzsatzungen und die Einrichtung einer Stabsstelle im Mieterschutz Druck vom Bestand zu nehmen und die Mieterseite zu stärken. Aber auch hier Fehlanzeigen. Was uns ebenfalls fehlt, ist eine transparente, nachvollziehbare und im Haushalt sich niederschlagende Strategie zur Bearbeitung des Sanierungsstaus an den öffentlichen Schulen. Nun haben wir in diesem Jahr ein von uns kritisch begleitetes Konstrukt beschlossen, in dessen Rahmen 5 besonders sanierungsbedürftige Schulen an eine städtische Immobiliengesellschaft ausgegliedert und von der GWG pro saniert und unterhalten wurden. Abgesehen davon, dass der Planungsprozess ja offensichtlich zumindest im ersten Projekt nicht so ganz reibungslos zu laufen scheint, kann das doch wohl jetzt nicht heißen, dass damit das Thema erledigt ist. Wir mussten uns im letzten Jahr damit auseinandersetzen, dass wir einen Sanierungsstau von ca. 200 Millionen Euro an den Schulgebäuden abzuarbeiten haben. Und das geht eben noch weit über die genannten 5 Schulen hinaus. In den nächsten Jahren werden voraussichtlich weitere Schulgebäude aus den 1970er Jahren hinzukommen. Hier werden über die GWG Pro-Projekte hinaus kontinuierliche Investitionen der Stadt dringend geboten. Da sieht es allerdings relativ mau aus. Darüber hinaus wäre zu fragen, wie viele Sanierungen und Neubauten eigentlich noch aus der Verantwortung des Bauamts ausgegliedert werden sollen. Mit der Verlagerung immer weiterer Projekte in die GWG Pro werden die Investitionskosten aus dem Haushalt in künftige Mietzahlungen verlagert. Das mag haushaltspolitisch schöne Kosmetik abgeben, aber auf die Dauer wird das dann auch zum Problem. Nach den 5 Schulen sollen inzwischen in Dieter Nordshausen die neue Eishalle von der GWG Pro errichtet und betrieben werden. Was kommt denn als nächstes? Bei uns mehren sich angesichts dieser zunehmenden Überfrachtung der GWG Pro die Zweifel an der Nachhaltigkeit dieses Instruments. Noch ein Wort zur politischen Kultur, die auch in dieser Haushaltsdebatte mal wieder in schillernden Farben deutlich geworden ist. Dass in der zweiten Haushaltslesung Filigru mal wieder, wie jedes Jahr, ausnahmslos ausschließlich die Haushaltsänderungsanträge der Magistratskoalition eine Mehrheit fanden, mag für viele hier pure Normalität sein. Egal wie sie begründet sind, ob die Zustimmung zu den Anträgen nur mit 2.000 oder 2 Millionen Euro zu Buche schlagen würden, egal auch wie eng oder weit der finanzielle Spielraum gerade ist, für einen Haushaltsänderungsantrag der Kasseler Linken, der CDU oder der Fraktion FDP, Freie Wähler und Piraten hebt sich aus den Reihen der Koalition kein Finger. Und ich finde das sehr bedauerlich, Herr Dr. von Rüden hat darauf ja eben auch schon Bezug genommen, das mag im Bundestag oder im Landtag seine Berechtigung haben. Und dort, wo beantragte Mittel diametral entgegengesetzte Ziele stärken würden als in der Magistratskoalition, sicherlich auch auf der kommunalen Ebene. Aber in dem Maße, in dem das hier praktiziert wird, ist es einfach lächerlich und jedes Jahr wieder eine vergebene Chance im Hinblick auf die eigentlich angebrachte Diskussion über Sachthemen. Im letzten Jahr gipfelte es in der zweiten Lesung in einem unwürdigen Gezanke darüber, welcher von zwei wortgleichen und summengleichen Haushaltsanträgen zuerst zu behandeln sei, natürlich der Koalition, um den eine Oppositionsfraktion gar nicht behandeln zu müssen. Und in diesem Jahr hielten die Ausschussvertreterinnen von SPD und Grünen es gar für nötig, bei zwei Sachfragen, in denen sich bekanntermaßen alle einig waren, nämlich in der Aufstockung der Mittel für den Kasseler Jugendring und die benötigten zusätzlichen 25.000 Euro für Darkkids, beide Anträge des Jugendhilfeausschusses und im Fall der Mittelerhöhung für Darkkids auch noch denen der FDP, Freie Wähler und Piraten niederzustimmen, damit ausschließlich ihre eigenen Anträge bewilligt werden. Also nebenbei angemerkt, die Kasseler Linke hatte ursprünglich auch noch einen Antrag zur Erhöhung der Darkkids-Mittel in Vorbereitung, den wir dann aber gar nicht erst eingebracht haben, nachdem klar war, dass es einen gleichlautenden Antrag aus dem Jugendhilfeausschuss geben würde. Und das ist dann doch wohl etwas, dem man normalerweise ohne schlechtes Gewissen nicht mit Problemen zustimmt. Und wie ich Ihre Mentalität mittlerweile einschätze, wundert sich bei Ihnen sicherlich auch niemand darüber,
dass von manchen Ortsbeiräten, wie etwa Unten-Dittmold, deren Anträge in den letzten Jahren ohnehin ausnahmslos abgelehnt wurden, weil da wohl die falschen Leute in der Mehrheit sind, inzwischen auch gar keine Haushaltsanträge mehr kommen. Und dieser verheerend schlechte Stil, ohne Ansehen des Inhalts, alles stumpf abzulehnen, was nicht ihr eigenes Logo im Blick aufträgt, wird sich eines Tages rächen. Denn das fördert aktiv politische Betroffenheit. Die Vorstellung, dass es auf kommunaler Ebene gar nicht darum geht, gemeinsam über Sachfragen zu beraten und zu entscheiden, sondern ausschließlich darum, das richtige Parteibuch zu haben. Und so manche, gerade aus der SPD-Fraktion, die jetzt an dieser Stelle toben und Zwischenrufe ausüben, wären, wenn wir hier nicht in Nordhessen, sondern in Niederbayern wären, garantiert nicht in der SPD, sondern ganz woanders. Aber alles in allem kann man bilanzieren, dieser Haushaltsentwurf enthält im Einzelnen durchaus Ansätze in die richtige Richtung. Die haben wir auch gewürdigt und dementsprechend in der zweiten Lesung sowohl der Veränderungsliste als auch nahezu sämtlichen Änderungsanträgen der Koalition zugestimmt. Aber deutlich wird auch, die Koalition ist offensichtlich vor allem bemüht, kontroverse Themen abzuräumen und Druck vom Kessel zu nehmen, anstatt einen kohärenten Entwurf für den sozialökologischen Umbau, die Verkehrswende und eine soziale Stadtentwicklung für alle vorzulegen. Das reicht noch lange nicht als Vision für eine lebenswerte Zukunft der Menschen in dieser Stadt und deshalb werden wir den vorliegenden Haushaltsentwurf ablehnen.